Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute soll es mal 5 Tipps geben, wie du schärfere Fotos bekommst. Viel Spaß damit. Tipp Nummer 1, den ich dir geben möchte, nutze ein Stativ, denn wodurch entsteht Unschärfe? Durch Bewegung. Und du bewegst deine Hände immer so ein bisschen, wenn du aus der Hand fotografierst, aber wenn du deine Kamera auf ein Stativ packst, dann wird das Ganze wesentlich stabiler und deine Fotos werden schärfer. Tipp Nummer 2. Nutze Blende und Verschlusszeit. Mit der Blende kannst du einstellen, wie viel in deinem Bild scharf oder unscharf wird. Wenn du eine kleinere Blende nimmst, also mit einer höheren Blendenzahl arbeitest, dann kannst du mehr von deinem Bild scharf bekommen. Und mit der Verschlusszeit kannst du einstellen, ja, wie schnell sich dein Verschluss schließt oder öffnet. Und dementsprechend kannst du mit einer kürzeren Verschlusszeit dafür sorgen, dass deine Bilder wesentlich schärfer werden. Eine wichtige Grundregel ist Verschlusszeit gleich Brennweite. Wenn ich also mit 20 mm Brennweite fotografiere, dann sollte ich ungefähr eine Verschlusszeit von einer 20. Sekunde wählen, damit ich ein scharfes Foto bekomme. Das gilt, wenn ich aus der Hand fotografiere und das gilt auch vor allem für APS-C-Sensoren. Wenn ich mit einer Vollformatkamera fotografiere, liegt dieser Wert etwas höher. Tipp Nummer 3, nutze Funkauslöser, Kabelauslöser oder auch einfach den Selbstauslöser der Kamera. Ich habe jetzt hier mal einen Funkauslöser, den habe ich mir mal bei Amazon besorgt, ich glaube für 40 Euro. Es gibt auch Kabelauslöser, die kriegt man für 10 Euro oder 5 Euro sogar bei Amazon oder im Fotoladen. Und die günstigste Variante ist natürlich einfach den Selbstauslöser der Kamera zu benutzen. Da könnt ihr auch einstellen, wie lange das Vorlaufzeit haben soll. Von 2 Sekunden bis 10 Sekunden geht das, glaube ich, oder sogar bis 20 Sekunden. Und das hilft einfach, um die Kamera nicht mehr direkt selber anzufassen, sondern die Kamera steht wirklich ruhig auf dem Stativ und ihr stellt einfach nur noch das Ganze ein und dann hat die Kamera ein komplett ruckelfreies Bild. Tipp Nummer 4, nutze die Entfernung zwischen verschiedenen Objekten. Ich habe jetzt hier gerade mal ein Motiv rausgesucht mit einer Skulptur im Vordergrund, im Hintergrund der Berliner Dom. Und das macht es jetzt schon extrem schwierig, beides wirklich komplett scharf zu bekommen. Ihr könnt jetzt mal ganz kurz hier auf mein Kameradisplay umschwenken. Und jetzt sieht man schon, dass die Skulptur sehr, sehr nah ist im Foto und der Berliner Dom relativ weit weg. Und selbst mit einer sehr weit geschlossenen Blende ist es jetzt eigentlich unmöglich, beides komplett knackig scharf zu bekommen. Daher mein Tipp, nutze die Möglichkeit, dass du mit deiner Kamera hin und her gehen kannst und versuche nicht alle Objekte so weit wie möglich auseinanderzuziehen, sondern probiere da ein gewisses Level zu finden, dass du mit deiner Blende entsprechend auch noch alles scharf bekommst. Und Tipp Nummer 5, wenn auch das nicht ausreicht, dann kannst du immer noch Focus Stacking machen. Was das genau ist und wenn ihr ein Tutorial dazu haben wollt, dann postet es gerne mal unten in die Kommentare. Nur so viel, du kannst verschiedene Bildbereiche unterschiedlich fokussieren, indem du mehrere Aufnahmen natürlich machst, einmal den Vordergrund fokussierst, einmal den Hintergrund fokussierst und diese Aufnahmen kannst du in Photoshop dann automatisch zusammen kombinieren lassen und dann hast du jeweils die scharfen Bereiche zu einem neuen, komplett scharfen Bild zusammengefügt. Das waren meine 5 Tipps für schärfere Fotos. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, gib gerne einen Daumen nach oben und wenn du ein Tutorial zum Thema Focus Stacking sehen willst, dann kommentiere gerne unten und schreib einfach mal Ja in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten deiner Fotos. Nur das Beste für dich, dein Stefan. Ciao.